Der Smiley. Für unsere Figur brauchen wir zwei gleichfarbige 260er Modellierballons, die wir mit Luft füllen. Am Ende bleibt etwas für etwa eine Handbreite frei. Dasselbe machen wir mit dem zweiten Ballon. Er sollte etwa genau dieselbe Länge haben. Wir beginnen mit einem kleinen Bubble. Mit einem kleinen Loop. 2 bis 3 Finger breit. Das ist die Hand unserer Figur. Da sieht man nochmal die Proportionen anhand meiner Finger. So, dasselbe machen wir mit dem anderen Ballon. 2 Fingerbubble, kleiner Loop. Vergleichen nochmal, ob unsere Hände gleich groß geworden sind. Greifen jetzt eine gute Handbreite ab für den einen Arm. Legen beide zusammen und verdrehen beide Ballons miteinander. Wir beginnen jetzt mit einem 2-Finger-breiten Bubble, die gepinscht wird. Das heißt, wir drehen oder verdrehen ihn mit sich selber. Nehmen den anderen Ballon, auch ein 2-Finger-Bubble. Ebenfalls pinch bis. Greifen wieder nach einer guten Handbreite ab und verdrehen die beiden Ballons miteinander. Wieder mit jedem Ballon ein 2-Finger-Bubble, der letztendlich mit sich selber verdreht wird, weil so ein Pinch ist. Jetzt haben wir Arme und den Körper. Die Beine sind auch schon da. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Füße. Wir greifen nach einer Handbreite ab. Das wird das Bein. Gefolgt von einem 2-Finger-Bubble für die Ferse. Pinch-Shift. Ein Loop, etwa 4 Finger breit. Rest des Ballons benötigen wir nicht mehr, also lassen wir die Luft entweichen. Verknoten ihn. Verdrehen ihn entweder am Schaumer oder stopfen ihn einfach in den Loop rein, um das Reststück zu verstecken. Natürlich kann man auch eine Schere benutzen. Dasselbe jetzt mit dem zweiten Bein. Handbreite abgreifen, 2-Fingerbreiter Bubble, Pinch-Twist und einen gleich großen Loop. Kann ja nicht ein Fuß größer sein als der andere. Kann schon, sieht aber blöder aus. Lassen wir. So, passt etwa. Luft rauslassen, verknoten. Rest wieder verstecken. Das ist der Körper unserer Figur.
richten das Ganze ein wenig aus. Füllen unseren Rundballon. Ich habe jetzt schon einen fertigen Ballon mit einem Gesicht gewählt, aber sonst mal die durch die beiden Augen und den Mund. Den kriegt man doch locker selber aufgemalt. Alles noch mal ein bisschen ausrichten. Kopf richten. So, geradeaus. Sollte auch noch gucken. Füße noch ausrichten. Fertig. Ihr könnt ihm eine Blume, ein Herz oder irgendwas noch in der Hand stecken, damit er netter aussieht. Und das ist unsere Figur.